heimischen Bauern leiden derzeit unter einem enormen Preisdruck. So sind etwa die Preise für Schweinefleisch binnen eines Jahres um ein Viertel gesunken. Wo liegen die Ursachen dafür? Was bedeutet das für die heimischen Bauern und welche Rolle kommt dabei den Konsumenten zu? Wir sind den Fragen nachgegangen. Deutlich haben Bauern aus ganz Europa diesen Sommer bereits ihrem Ärger Ausdruck verliehen. Von Frankreich bis Spanien gab es Demonstrationen gegen die niedrigen Preise für ihre Produkte. Mitte September wollen auch die heimischen Bauern protestieren. In der Landwirtschaftskammer betrachtet man die aktuelle Marktsituation mit Sorge. Vor allem der Schweinefleischsektor leidet unter den derzeitigen Produktionsbedingungen. Die Bauern müssen zurzeit sogar dazu zahlen. Das Russland-Embargo hat der Branche stark zugesetzt. Es ist aber nicht der einzige Grund für den Preisverfall. Wir haben derzeit am Weltmarkt massive Preiseinbrüche. Nicht nur in Europa haben in den letzten Jahren die Produktionsmengen zugenommen, auch in Amerika und in Brasilien. Und derzeit versuchen alle ihre Mengen irgendwo am Weltmarkt, das heißt in Asien, unterzubringen. Und dort herrscht dann eben extremer Preiskampf. Die Situation ist für viele Bauern bereits existenzbedrohend. Betriebsschließungen stehen im Raum. Den Preisverfall bekommen auch die Milchbauern zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahr bekommen sie für ihre Milch um bis zu 25% weniger. Europa hat ca. 300.000 Tonnen Käse nach Russland exportiert, zusätzlich 35.000 Tonnen Butter. Und diese Mengen sind aktuell momentan am Markt und das verursacht diesen Preisdruck. Zusätzlich kommt die Wirtschaftskrise in China, wo deutlich weniger Absatz auch in diesen Märkten zu verspüren ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Milchpreis auch bei uns in den Regionen in Kärnten aus. Mit seiner Kaufentscheidung könne der Konsument dem Trend entgegenwirken. Der Konsument, auf dessen Hilfe sind wir angewiesen, heimische Produkte kaufen, AMA Gütesiegel kaufen, auch wenn man mal essen geht in ein Gasthaus, nachfragen, wo kommt das Fleisch her, hier auf heimische Produkte zu setzen, das wird uns massiv unterstützen. Von der Illusion, gentechnikfreie Produkte in Bioqualität zum Schleuderpreis zu bekommen, müsse man sich verabschieden, sagen die Bauernvertreter.